Schlechtester Gesang, Lukas und Traute X27, erste Gedanken zum DSDS aus. Der große Traum vom DSDS-Titel ist für Lukas Otte, 20, endgültig geplatzt. Bei vielen Auftritten und in zwei Liveshows konnte der Künstler die Jury und zahlreiche Zuschauer in seinen Bann ziehen. Im gestrigen Halbfinale war dann aber Schluss mit dem Lobgesang, der Kantträger fiel nicht nur bei den Pulthütern durch, auch das Publikum ließ sich nicht überzeugen und rettete ihn nicht durch Klicks auf die Telefontasten. Das sagt der 20-Jährige zu seinem Show aus. Die beiden Strophen waren ein Desaster, harte Worte, die vom Pop-Titan ertragen musste. Promiflas trifft den ausgeschiedenen Bühnenjungen nach seinem Exit und erfährt, er kann die vernichtende Kritik nachvollziehen. Alle waren heute super und ich war heute vom Gesang her am schlechtesten, das muss ich zugeben. Ich war selber auch nicht so begeistert von meiner Performance, ich hätte mehr zeigen können, erklärt der Kandidat. Auch wenn der Castingshow mit einem weinenden Auge den Rücken kehrt, freut er sich über die vielen Erfahrungen, die er machen konnte. Ich habe so viel gelernt hier und bin dankbar für alles, das hier hat mich alles sehr geprägt und das werde ich immer in Erinnerung behalten. Die Zeit hier hat mich gestärkt. Wer weiß, vielleicht fließt diese Stärke ja schon bald in einen eigenen Schlagerhit ein.